Leute, die Zeit ist gekommen. Wir müssen uns jetzt hier aus dem Haus begeben. Und wir wissen ja, dass da Leute auf uns schießen wollen. Beziehungsweise hier sind. Moment, stehen die vielleicht noch draußen? Vielleicht stehen die ja noch draußen. Leute, vielleicht stehen die ja noch draußen. Kann ich die von hier vielleicht abschießen? Na, von hier bestimmt nicht. Ich würde gerne nach oben gehen. Nochmal hoch. Einmal geradeaus. Da. Nee, ich kann nicht auf sie schießen. Die stehen von draußen der Fensterscheibe vor. Wollen wir nicht einfach die Fenster, das Fenster runter machen und dann schießen? Weiß ich nicht. Naja, wir müssen also jetzt hier raus. Ups. Ich hab ins Sofa geschossen, Leute. War natürlich nicht toll. Wo kam ich rein? Ich kam durch den Hintereingang, nicht wahr? Den Haupteingang werde ich bestimmt nicht benutzen, weil da kam ich her. So. Einmal durchatmen. Schauen, wo stehen die Typen? Da. Einer. Und den zweiten. Nein! Das war's für mich. Tja, Leute. Der nächste Todesscreen, den werden wir jetzt auch nochmal sehen. Tja, so sieht er aus. Ist denn? Tja, nicht sehr schön. Aber wir möchten ja noch erneut versuchen. Nehmen wir die Pistole. Eins. Und wo ist er? Zwei. So, jetzt haben wir sie. Und jetzt überlege ich jetzt ganz schnell. Moment, ich muss jetzt nämlich weglaufen. Wie war das nochmal? Ich habe mir das aufgeschrieben. Wie war das nochmal? Ach ja, okay. Einmal rechts, geradeaus, geradeaus. Kann doch gar nicht sein. Ich muss eigentlich hier irgendwo. Ah, das Auto nehmen. Natürlich. Ich muss doch hier weg. Tja, ein sehr dubioser Ort. Leute, bevor es hier weitergeht mit irgendwas, wird hier nochmal gespeichert. Denn da bin ich mir nicht mehr allzu koscher mit der ganzen Geschichte. Ich habe das nicht mehr so 100% im Kopf. Definitiv. So. Weil das wird alles jetzt ein bisschen heftiger. So, ah, jetzt habe ich Mist gebaut. Ein Moment, es geht gleich weiter. Jetzt geht's gleich wirklich weiter. Tja, liebe Freunde der Seichenunterhaltung, es geht nun wirklich jetzt weiter mit dieser, nach dieser Unterbrechung. Es ist das letzte, die letzte, oh, der letzte Aufenthaltsort hier. Und es geht schon heftig los. Die gleichen Verbrennungen wie bei den anderen. Mulder ist schon vorgegangen. Ich fürchte, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Wir sprechen sie mal an. Können wir gar nicht. Tja. Hier muss man aufpassen, Leute. Man kann hier sehr schnell sterben. Tja. Gehen wir mal hier an den Rechner. Alarm. Überprüfung. Können wir nicht machen. Was wir aber machen können, wir können hier eigentlich nichts machen, außer uns eine Landkarte verschaffen und uns mal diesen Ort anschauen. Hier sehen wir jetzt, wie dieser Ort aussieht. Ja, man könnte jetzt eigentlich, wenn man irgendwie die Möglichkeit hätte, sich eine Karte abzeichnen, habe ich nicht gemacht, deswegen wird es für mich jetzt sehr schwierig. Ich versuche mir das nur einigermaßen einzuprägen, aber bringt mir jetzt auch nichts mehr. So, und jetzt müssen wir eben halt hier raus. Denn hier können wir jetzt nicht mehr viel machen. Einmal rausgehen. Wir sehen hier sämtliche Lichter. Gehen wir mal hier rein. Ein Untersuchungsraum.
Leute, hier kann man wirklich oft sterben. Deswegen muss man hier vorsichtig sein. Das habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Weil irgendwo könnte jemand auf einen lauern. So. Ich weiß nur, ich bin einmal in eine Falle getappt. Da habe ich mich zu Tode erschrocken, Leute. Ehrlich, da lag ich fast auf dem Boden vor Schock. So. Hier ist nichts. Ne, das ist der Computerraum. Da waren wir schon drin. Was ist das? Oh oh. Das kommt mir eigentlich ziemlich bekannt vor, alles hier. Gehen wir mal hier rein. Da liegt wieder jemand. Oh Leute. Ich weiß nicht mehr, was ich hier genau machen muss. Auf jeden Fall hier ist wieder Scully. Sie untersucht hier wieder die Leiche. Wenn ich hier lang weitergehe, hier liegt hier die erste Leiche noch. Gehe ich mal hier durch. Jetzt bin ich wieder hier. Oh Mann, Leute. Wenn ich noch alles wüsste, was hier so war, dann wäre ich auf jeden Fall einen Tacken schlauer. Aber ich erinnere mich wirklich an nichts mehr. Ich glaube, hier ist das gleich. Ich glaube, hier kommt gleich jemand und will mich umbringen, wenn ich mich recht entsinne. Offensichtlich doch nicht. Leute, es scheint irgendwie ein Kreislaufding hier zu sein. Ich verlaufe mich ziemlich gerne. Ich bin wieder hier in diesem Raum. Haha. Ich bin relativ angespannt. Das merkt man mir vielleicht ein bisschen an. Aber ich weiß auch, warum ich angespannt bin. Das ist ja das Problem. Wenn ich das nicht wüsste. Oh oh. Dieser Raum war es. An diesen Raum erinnere ich mich zu gut. Da will ich gar nicht reingehen, Leute. Hier ist wieder dieser Raum, wo wir die Karte hatten. Ich gehe da nochmal hin. Oh Mann. So, ich bin jetzt hier. Ich soll in den Raum, der von hier aus der zweite rechts vom Eingang ist. Okay. Ich habe jetzt hier noch eine Lösung nebenbei aufgeschlagen, weil ich wirklich nicht mehr alles genau weiß. Ich kann mich an manche Sachen, kann ich mich noch erinnern. Aber glaubt mir, nicht an alles. So, ist hier noch irgendwo was? Ne, da war ich schon drin. Den Raum kennen wir ja schon. Geh ich mal hier weiter. Oh oh. Den Ort kenne ich auch noch. Tja, Leute. Diesen Ort kenne ich auch noch zu Genüge. Gucken wir uns mal diesen Knopf hier an. Das wird noch später von Bedeutung. Glaubt mir. Gehen wir erstmal weiter. Sofern ich hier was machen kann. Ob ich hier überhaupt schon richtig bin? Ich glaube nicht. Weil diesen Ort habe ich gehasst. Ich habe diesen Ort einfach nur wie die Pest gehasst, Leute. So, was haben wir denn hier? Sämtliche Anlagen, Armaturen. Sonst ist hier aber nichts mehr. Leute. Ehrlich gesagt, bin ich total verunsichert. Also, ich habe mir wirklich jetzt so gerade eigentlich gedacht, warum mache ich das jetzt, warum mache ich das nicht später? Warum leuchtet hier alles so extrem? Mann, 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 warum mache ich das nicht? Warum mache ich das alles jetzt? Warum mache ich das nicht später? Ich glaube, ich muss in diesen einen Raum rein, wo ich gerade gesagt habe, da will ich nicht rein. Nee, das ist er nicht. Das ist ja nicht der Raum. Ich muss in den Raum rein, wo ich gesagt habe, ich will da nicht rein. Verdammt, ich muss da echt rein. Ich weiß nämlich, was da auf mich lauert. Leute, also, wenn ihr wüsstet, was hier noch alles kommt, ihr würdet genauso reagieren wie ich. Zumindest, was ich alles hier erlebt habe. In diesem Raum, in diesem Ort. So, genau hier war das.
einmal reingehen. Mal mich hier ein bisschen umschauen. Hier ist sämtliches dubioses Zeug. Da ist ein Computer. Und da weiß ich nicht, ob ich da was machen muss. Zugriff für alle kann ich nicht machen. Besucherüberprüfung kann ich auch nicht machen. Verhaltungsteam auch nicht. Landkarte haben wir. Standardmechanismus auch nicht. Kontrollen auch nicht. Da wird alles nach Überprüfung gebracht. Parameter können wir auch nicht machen. Schadenskontrolle auch nicht. Kommunikation ebenfalls nicht. Und wir könnten nur alle Parameter zurücksetzen. Wollen wir auch nicht. Schauen wir uns die Landkarte nochmal an. Also Leute, hier ist wirklich nicht viel, was man bis jetzt gesehen hat. Entweder habe ich mich hier komplett verfranst, was ich im Moment einfach nur vermute, aufgrund meiner Doofheit. Aha. Life Support Systems. Aha. Tja, Leute. Ich wüsste gerne, wo ich hin muss. Ich weiß nur, dass mir irgendwann mal jemand über den Weg gelaufen ist. Schwarze Schränke. Ungemütlich. Richtig ungemütliche Atmosphäre, Leute. Müssen wir wohl wieder raus hier. Sehr ungemütlich, das Ganze. Kann ich hier durch? Nein. Oh Mann. Hier ist auch nichts. Also, ich war hier drin. Da ist nichts. Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Irgendwas habe ich wohl vergessen. Ich weiß aber nicht mehr, was ich vergessen haben könnte. Ich weiß nur, dass mir damals auch noch jemand über den Weg gelaufen ist. Der Typ wollte mich umbringen. Ach, ich glaube, das war hier. Ich halte schon mal die Waffe bereit. Ich meine, hier kommt jemand. Ne, hier nicht. Noch nicht zumindest. Noch ist niemand hier. Was ist das alles hier? Das ist doch... Da. Da! Oh! Zum Glück. Leute. Ich speichere an dieser Stelle. Obwohl, nee, eher nicht. Ich glaube, ich habe nämlich Mist gebaut. Weil wenn Scully mich rettet... Ich glaube, da habe ich Mist gebaut. Ich muss nochmal nachschauen. Agent Wilmore, ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich weiß, wo Agent Mulder ist. Kommen Sie mit mir mit. Genau das meinte ich. Total Mist gebaut habe ich. Denn das war genau das, was nicht passieren darf. Ja, liebe Freunde, ich werde das an einer anderen Stelle weitermachen, wenn ich mich ein bisschen beruhigt habe und auch, noch ein bisschen wieder mich gesammelt habe, denn es ist wieder ein bisschen spät. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play ActX, Sprach der Raven hat immer mehr.